whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute probieren wir keinen Whisky. Heute habe ich einen The Lady Ten mal so hingestellt, damit es hier nicht ganz so leer auf dem Fass aussieht. Ja, heute möchte ich von dem Wunsch eines Kunden berichten. Und zwar hat der mich angeschrieben, relativer Einsteiger in die Materie. Und der hat gesagt, ja, er möchte also gerne von mir ein paar Whiskys empfohlen bekommen. Und da habe ich eine Standardantwort, die ich per E-Mail schreibe. Und da habe ich ein paar Whiskys, die aus meiner Erfahrung bei Anfängern besonders gut ankommen. Dazu gehört zum Beispiel ein Balvenie, 12 Jahre, Doublewood. Dazu gehört ein Aberlour, 10 Jahre. Wenn einer sich an Rauch rantraut, gehört dazu ein Lagavulin, 16 Jahre, so als das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, oder das Schönste, was man sich vorstellen kann. Und dann weise ich auch immer auf die meine Lieblingswhiskys bis 40 Euro hin, weil die Leute mich dann fragen und sagen, was mögen Sie denn am liebsten? Nach dem Motto, was der am liebsten mag, wird mir vermutlich auch am liebsten schmecken. Das ist also so die Heischung nach Gemeinsamkeiten, dass man da Vorlieben übernehmen kann. Das wird schon nicht so verkehrt sein. Ja, kann durchaus möglich sein. Ich habe einen sehr menschheitskompatiblen Geschmack, drücken wir es so aus. Ich bin da also nicht einer mit Ecken und Kanten, der hier irgendwelche ganz besonderen Vorlieben hat. Nee, ich mag das, was unsere Kunden auch mögen. Ja, so, und da hat er also noch drei andere Whiskys gehabt, die ihm so aufgefallen sind, die er wohl ganz gut findet. Und da fragt er mich, ist das okay? Solche Fragen beantworte ich gerne. Sage ich, das finde ich ganz gut, das könnte ein bisschen schwierig sein und so. Der ist vielleicht nicht die beste Wahl, nehmen Sie 2 Jahre älter, da kriegen Sie einen besseren Euro pro Liter Preis und haben noch einen älteren Whisky, schmeckt dann am Ende besser und so weiter. Da kann man also dann beratend tätig werden. Und dann kam die Sache, ja, aber den, den Sie mir empfehlen haben, da sind Nüsse drin und da ist Zimt drin und das mag ich nicht und das darf auf keinen Fall sein. So, empfehlen Sie bitte nur Whiskys, wo keine Nüsse und wo kein Zimt drin ist. Also das habe ich also so noch nicht gelesen gehabt, drum drehe ich jetzt dieses Video. Geschmack ist eine hochgradig individuelle Sache. Und da habe ich mal hier im Video gedreht über unsere Geschmacksbewertung, die unsere Kunden machen. Da kommt es zu heftigen Unterschieden. Und ich kann nur sagen, das sind meine Geschmacksempfindungen und er wird andere Geschmacksempfindungen haben, weil wir nicht die gleiche Geschmacksvergangenheit haben. Wenn wir nun Brüder gewesen wären und wären gleichmäßig aufgewachsen und hätten alle am gleichen Eis gelutscht und so, dann hätten wir dieselben Erfahrungen gemacht und wären am Ende mit unseren Geschmäckern, hätten entsprechende Vorlieben gehabt. Aber so ist er irgendwo in Deutschland und ich woanders in Deutschland aufgewachsen. Regionale Küche und so weiter. Wir haben unterschiedliche Geschmacksempfindungen. Und wenn ich da drin Zimt schmecke, muss er da kein Zimt schmecken. Oder er schmeckt Zimt und ich nicht. Dann empfehle ich ihm Whisky und sage, hier, ganz toll, sagt er, ist Zimt drin. Ich hatte doch gesagt, ich will kein Zimt. Ne? Dann kommt bei mir immer so die Aussage, Geschmack ist persönlich, da gibt es eine gewisse Entwicklung, tasten Sie sich mal daran, Miniaturen könnte man da nehmen und so weiter und so fort, um da jemandem dem Einstieg zu helfen. Wobei Miniaturen sind für mich ein bisschen wenig, weil dann hat er am Abend was anderes zu essen gehabt, hat diese eine Miniatur probiert und dann sagt er, nee, schmeckt nicht. Für mich ist eigentlich sehr, sehr gut, wenn man eine 0,2 Liter Flasche hat. Und ich glaube, ich habe mal ein paar Videos über Sets gedreht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn, blende ich die ein. Und diese Sets, da hat man nun 3 verschiedene drin, 0,2 Liter. Und mit denen kann man nun schon ein bisschen länger probieren, mehr als einen Abend. Und hat in einem Set unterschiedliche Geschmackserlebnisse und kann sich nun rantasten und sagen, das schmeckt mir nicht und so weiter und so fort. So. Das ist also aus meiner Sicht die richtige Herangehensweise. Und dann hat er noch im Internet eine Tabelle gefunden. Das erinnert mich so ein bisschen an das Nosing Wheel, wo hier also jemand eine unglaubliche Zusammenstellung aus unterschiedlichen Geschmäckern gemacht hat.
die aus meiner Sicht sehr individuell ist. Nee, individuell. Nicht negativ, nicht positiv, individuell. Zum Beispiel hat er hier Moosig, Grasnarbe, Erdig, Hanfseil, Fischernetz. Tja. Und dann ist dieser Herr hingegangen, hat angekreuzt, das und das und das sind Marker, sagte, und jetzt bitte empfehlen Sie mir Whiskys, die diesen angekreuzten entsprechen. Und die, die nicht angekreuzt sind, die bitte auf keinen Fall. Ja, man muss diesem Herrn zugutehalten, er ist Einsteiger in die Materie und er kann sich nicht vorstellen, wie das mit den ganzen Geschmäckern so abläuft. Dass also der eine eine Assoziation nach und der andere hat ein schlechtes Erlebnis hier und das berührt ihn negativ und der andere hat da die schönsten Erinnerungen dran und das alles Assoziationskaskaden im Gehirn sind, die da zu laufen anfangen. Der hat das also sehr, würde ich mal sagen, physikalisch geradlinig gemacht und gesagt, so und so und so. Ich bin der Hoffnung, dass wir einen Weg gefunden haben, mit diesem Kunden jetzt langsam voranzuschreiten, dass das also besser wird, dass das ihn auf der besseren Seite erwischt und dass er nun nicht negative Überraschungen mit einer der ersten Flaschen macht, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er sich vom Whisky abwendet. Das ist also die Hoffnung und das ist auch die Gefahr, wenn man nun irgendeinem Neuling was empfiehlt und am Ende trifft es nun überhaupt nicht und genau das Gegenteil und dann ist das richtig schwierig. Dann ist auch richtig schade. Und so kann ich nur jedem gegenüber sagen, das ist eine hochindividuelle Geschichte. Da ist viel Seele, viel Gefühl, viel Empathie drin. Das kann man nicht physikalisch mit Kreuzchen und so weiter. Wir können da eine gewisse Hilfestellung bei unseren Geschmacksbewertungen liefern, aber dass wir wirklich sagen können, dies, das und das, das können wir nicht. Und vor allem muss ich gestehen, ich kann auch nicht jeden Tag 20 Kunden hier eine 360-Grad-Beratung liefern. Das funktioniert leider auch nicht, sondern ich kann zu kurzen Fragen, finden Sie dies oder das besser oder so, kann ich Antworten geben, mache ich auch gerne, mache ich auf Facebook, mache ich auf YouTube, mache ich bei uns im Forum, mache ich per private Nachricht, mache ich per E-Mail. Ich habe mal hier meinen Tag im The Whisky Store ein Video gedreht. Da können Sie genau sehen, was ich alles an Kommunikation jeden Tag mache und da gehört die Beantwortung solcher Fragen dazu. Aber eine 360-Grad-Beratung, das können wir zeitlich nicht leisten. Das wird aber auch der schwierigen Materie des Whiskys mit seinen ganzen Geschmacksausprägungen nicht gerecht. Ich hoffe, das hat ein bisschen zur Aufklärung der ganzen Problematik, vor allem bei den Einsteigern, geholfen. Und jedes Mal, wenn ich jetzt so eine Frage bekomme, werde ich dieses Video mitliefern. Und so habe ich dann zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.